Der Manticore entstammt der persischen und der griechischen Mythologie und er gilt als Menschenfresser. Dieses Mischwesen soll aus dem Gesicht eines Mannes, dem Körper eines Löwen und einem Drachen- oder Skorpionschwanz bestehen. Manche Versionen fügen noch Flügel hinzu, meistens Drachenflügel. Der Manticore soll giftige Stacheln schleudern können und mit einer menschlichen Stimme sowie einer sehr hohen Intelligenz ausgestattet sein. Die ersten Sagen um den Manticore entstanden im 5. Jahrhundert vor Christus. Im Mittelalter wurde der Manticore zu einem Symbol der Tyrannei, der Unterdrückung und des Neids und schließlich zur Verkörperung des Bösen. Einige Bands haben sich von diesem Menschenfresser inspirieren lassen, beispielsweise widmete die englische Death-Metal-Band Cradle of Filth dem Manticore einen fast 6-minütigen Song auf ihrem Album The Manticore and Other Horrors. Den Song verlinke ich euch im Übrigen in der Videobeschreibung. Ist hörenswert, solltet ihr mal reinhören. Im Zeichentrick-Klassiker Das letzte Einhorn taucht für einen kurzen Moment das Trugbild eines Manticores auf. Da der Manticore auch im Harry Potter-Universum existiert, könnten wir in der Verfilmung von Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, auch eine solche Kreatur zu Gesicht bekommen. Kennt ihr mehrere Filme oder Serien, in denen ein Manticore vorkommt? Schreibt's mir auf jeden Fall in die Kommentare, ich bin ziemlich gespannt.